Fantastic. Guten Tag und willkommen zur 17 Uhr Folge von Let's Play Clash of Clans. Warum muss ich lachen? Weil ich immer noch in Marbles Account bin. Und ich habe mir gedacht, jetzt sind wir einmal hier drin. Ich habe sowieso noch Go-Web-Truppen ausgebildet. Von daher wäre es ja blöd, wenn ich nicht weiter spielen würde. Scheiße, ich habe nur 2 Golems und ich habe wieder 4 Packers. Das ist nicht gut. Und ich habe sogar 5 Packers. Das ist nicht so gut. Aber egal. Wir wollen es trotzdem mal probieren. Ich werde mal angreifen. Aber heute mal die Besonderheit dieser Folge wollen wir nicht vergessen. Ich habe es mir zum Auftrag gemacht, so alle 1-2 Monate zumindest mal ein neues Video bezüglich des Updates rauszubringen. Vielleicht auch mal so als eine kleine Gedankenstütze für Supercell, damit sie dort nicht vergessen, dass es ja auch noch Leute gibt, die da auf ein Update warten, bezüglich vielleicht Rathaus 11 oder sonstiger Geschichten. Deswegen habe ich gestern bei meiner Facebook-Seite gefragt, für ein Update von Clash of Clans wünsche ich mir .... Und da kamen echt richtig, richtig viele Einsendungen. Und ich habe mir mal so ein paar rausgesucht und will da mal gerne drüber sprechen, während wir jetzt hier natürlich noch erst einen Gegner suchen. Und fangen mal an, einige Leute haben sich gewünscht, einen Gem-Collector. Also eine Art Gem-Mine, die blende ich natürlich dann auch immer passend ein, das Bild, wenn ich es noch finde. Von Filirino Ages hat das, glaube ich, kreiert. Oh, den nehmen wir natürlich mal mit hier. Finde ich generell, muss ich sagen, finde ich jetzt so schlecht eigentlich nicht. Allerdings muss man ja auch immer dazu sagen, das ist so, weiß ich nicht, also einerseits wäre es vielleicht ganz cool, andererseits kannst du sagen, wer macht es das Spiel kaputt, macht es die Spielbalance kaputt und so weiter und so fort. Ja, das sind halt also Fragen, ne? Weiß ich nicht. Ich persönlich würde es vielleicht nicht brauchen. Ah, jetzt meine Kleinen. Lauft und springt, meine kleinen Freunde. Sind sie noch im Radius? Sind sie noch im Radius? Ja, sie sind im Radius. Sie sind im Radius. Sehr schön. Ja, das ist doch schon mal sehr gut gelaufen. Wir nehmen den 4. Packer auch noch eben dabei. Und ja, finde ich, wie gesagt, ist es eine ganz lustige Idee, aber ich finde für die Praxis ist es eher nicht geeignet. Deswegen das auf jeden Fall erstmal nicht. Dann gehen wir mal weiter. Eine neue Truppe. Also generell wurden neue Truppen gewünscht. Es wurde eine neue dunkle Truppe gewünscht, weil ja dort auch schon der, ich sage mal, der Platz in der dunklen Kassette schon seit längerem frei steht. Da steht ja immer Coming Soon, blablub. Bald verfügbar und es passiert aber im Grunde nichts. Deswegen wünschen sich ja viele Leute so eine neue Truppe. Hab jetzt einfach mal diesen Spider rausgesucht. Slows down the defense using his web. Also, ja, könnte man benutzen vielleicht, um dann, ja, wie gesagt, die Verteidigung ein bisschen zu verlangsamen. Allerdings gibt es ja, um die Verteidigung zu lähmen, ja auch schon den Freeze Spell. Der verlangsamt sie nicht, der schaltet sie halt für kurze Zeit komplett aus. Ist dann die Frage, ob man dann so eine Spinne noch bräuchte. Aber generell eine neue Truppe fände ich natürlich ganz cool, ob es jetzt eine Spinne ist oder vielleicht auch so ein Maulwurf, der sich unter den, das habe ich auch mal gelesen, ein Maulwurf, der sich unter den Gebäuden durchgräbt oder unter den Mauern durchgräbt. Vielleicht ganz cool. Oder so ein Pendant zum Barbar, was halt noch so eine dunkle Truppe wäre, aber halt nicht fliegt. Ja, müsste man mal überlegen. Wäre vielleicht ganz cool. Das sind halt so Ideen. Was ich auch oft gelesen habe, ist bitte die Möglichkeit wieder einzuführen, die Mauern auf unteren Stufen mit Elixier zu machen. Das wünschen sich viele Leute und ich kann es auch verstehen. Ah, okay, die Königin hat überlebt. Ja, fände ich echt eine geile Möglichkeit, wenn das ginge, die Mauern auf unterer Stufe, hier zum Beispiel, ne? Ich kann sie für 500.000 machen, aber ich kann sie nicht weitermachen. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann die Mauern jetzt hier bei Marble nicht upgraden, außer mit Gold und mit Elixier wäre es natürlich viel geiler. Weil viele Leute Marble ja selbst schon fast alles fertig hat mit Elixier. Das wäre cool. Dann natürlich das meist umworbene, das meist genannte Thema überhaupt, Rathaus 11. Ja, wäre cool. Ich weiß gar nicht, wer das hier kreiert hat. Dieses Bild. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es ja, ich weiß nicht genau, was sich da die Leute, ob dann vielleicht noch eine neue, ich denke mal, neue Ressourcensammler werden dann auf keinen Fall kommen. Ich denke eher, weiß ich nicht, vielleicht noch, wenn, ja, es ist schwierig. Neue Verteidigung wird wohl kommen, neue Mauern müssten dann auch kommen. Vor allem, lol, was ein Loot. Neuer Mauerlevel vielleicht, wobei die Elfermauern ja generell schon so teuer sind. Das ist fraglich, ob dann eine neue Mauerstufe käme. Es würden neue Mauern kommen, um die Base noch zu vergrößern. Vielleicht würde die Fläche auch vergrößert werden hier bei der Base. Das ist auch alles spekulativ natürlich. Man weiß es nicht. Ich gehe stark davon aus, Rathaus 11 wird dieses Jahr noch kommen. Nur, wann genau, wie es aussehen wird, keine Ahnung. Dann natürlich noch ein neuer Held.
Will ich jetzt aber auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen, weil das einfach schon so oft genannt wurde. Goblin King, hast du nicht gesehen? Magierkönig, Riesenkönig, ich weiß es nicht, ob das kommen wird. Ich denke eher mal nicht. Ich denke erstmal nicht. Es wird, denke ich mal, erstmal kein neuer Held kommen. Ja, das sind halt alles so Sachen. Keine Ahnung. Das sind so Update-Ideen, die mir halt auch so genannt wurden. Das sind also so die Sachen, die so am meisten genannt wurden. Ne? Also neue Truppen, vor allem natürlich dunkle Truppe. Mauern mit Elixier machen. Spielersuche war auch etwas, was oft genannt wurde, die Möglichkeit, Spieler zu suchen. Dann noch etwas, was auch immer sehr, sehr oft genannt wird und was aber auch ja, nach wie vor nicht verfügbar ist, die Helden am Clankrieg teilnehmen zu lassen, wenn sie im Ausbau sind. Das wäre eine sehr, sehr geile, das wäre wirklich mal eine sehr geile Idee. Da würde ich mich richtig freuen, wenn man das mal machen würde. Das wäre doch geil. Die Helden am Clankrieg teilnehmen zu lassen, wenn sie quasi noch im Schlaf sind, wenn sie noch im Bau sind, das wäre doch mal cool. Das wäre auf jeden Fall mal cool. Aber das mit den Mauern, das muss schon sein, weil sonst, naja. Wir wollen ja noch ein paar Truppen ausbilden, wir wollen noch mal angreifen mit Marbles Account. Er hat ja die Gems. Wir machen das jetzt hier mal so fertig, einfach. Für 10 Stück, was hat er denn jetzt? Boah, er hat mal 91. Ich spende aber gleich auf jeden Fall noch ein paar Magier hier an die Leute, damit der Marwell auch mal ein bisschen seine Spendenquest mal ein bisschen hochbekommt. Der hat noch nie mal 3000 Truppen gespendet, seit er mit Clash angefangen hat. Das ist natürlich extremst wenig. Oder hat das mittlerweile? 3081! Ba, 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 ba. Marwell im Spendenrausch. Ja, sehr schön, lieber Marwell. Oh, das sind zu viele. Wir brauchen noch ein paar Barbaren, dann können wir die Reise auch schon starten, lieber Marvel. 946 hat er ja noch. Ja, er hat noch einige Juwelen übrig, da soll es auf jeden Fall nicht dran scheitern. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hab noch ein paar Ideen, habe ich auch noch im Kopf. Wenn ihr noch, natürlich auch noch die Bitte an euch, wenn ihr Ideen habt zum Update, was wünscht ihr euch? Schreibt es in die Kommentare rein. Vielleicht liest es ja Supercell und vielleicht sagen sie dann, wir machen da mal was. Einzelspielermissionen, genau. Einzelspielermissionen sind ja auch noch was ich mir wünschen würde, was noch kommen könnte. Mal neue Einzelspielermissionen. Vielleicht auch mal die Möglichkeit für die Leute selber Einzelspielermissionen zu machen. Das wäre doch mal geil. Dass es irgendwie so ein Editor gibt, wo du sagst, ich mach mal selber eine Einzelspielermission und dann, ja, schicke ich Supercell und wenn es ihnen gefällt, dann könntest du es ja vielleicht mal einbauen oder so oder eine wöchentliche Challenge oder sowas. Das wäre doch mal geil. Da würde ich mir freuen, wenn es sowas gäbe. Wir suchen jetzt natürlich immer noch ein bisschen dunkles Elixier für den lieben Marbuel, damit er noch ein bisschen hier, damit er mal seinen König und seine Königin auch. Oh, hier. Er hat einen Minenwerfer im Ausbau, er hat das im Ausbau, er hat noch ein bisschen Gold, ein bisschen Elixier. Ja, das läuft. Ich finde hier so viel Loot mit seinem Account. Mit meinem Account finde ich gar nichts. So, da ist eine Bombe. Da ist auch noch eine. Ich denke mal, hier wird auch noch eine sein. Ja, da ist auch noch eine. Hier irgendwo noch was. Da noch jemand. Ja, den König machen wir erstmal kaputt. Ich habe noch vier von meinen Morgiern dabei. Marbuel, wir machen dir jetzt mal etwas hier. Okay, wir greifen von dieser Seite an, wo der Minenwerfer im Ausbau ist. Schicken die mal eben hinterher. Ich würde ganz gerne die Helden mal vorschicken. Die werde ich sowieso jetzt aufbrauchen. Und dann werden wir einfach mal sehen, was wir jetzt hier reißen können. Da machen wir mal... Die Mauern sind jetzt gleich offen. Und ich werde dann mal warten, bis so ein paar Barbaren noch um den König rum sind. Und dann werden wir vielleicht den König mal zünden noch. Weil hier können wir auch schon mal ein bisschen aufräumen noch. An dieser Stelle können wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Dann warten wir einfach mal. Ich will natürlich gerne nach innen kommen, so schnell es geht. Um dann in der Mitte sofort... Ja, weil in der Mitte halt alles ist, ne? In der Mitte ist der ganze Loot von ihm. Oh, der König ist schon ein bisschen... Wow, was war's denn? Der König ist schon ein bisschen angefressen. Der König hat schon ein bisschen kassiert. Ja, die Helden während des Clankriegs benutzen zu können, das wäre natürlich göttlich. Das würde die Clankriege nochmal so richtig aufwerten. Weil wir immer so viele Leute haben, die nicht an den Clankriegen teilnehmen können, weil sie... Ja, weil ihre Helden im Ausbau sind, das finde ich immer extrem schade. Oh, die Magier können wir sogar behalten noch wahrscheinlich, ja? Die können wir vielleicht sogar noch behalten. Oh, wir holen den Marble. Wir holen den Marble hier richtig, richtig fetten Loot auf jeden Fall. Schön, 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 schön. Ich würde mich freuen, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, Leute, wenn ihr Update-Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare rein, lasst es krachen. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch da so wünscht. Ich habe auch noch... Was habe ich denn noch gesehen? Boah, eine neue dunkle Kaserne habe ich noch Bilder von gesehen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, aber natürlich wirklich das Allermeiste, wo die Leute drauf warten, es ist Rathaus Level 11. Es ist Rathaus Level 11. Ich habe kein Thema gesehen, was häufiger genannt wurde als dieser Rathaus-Level. Also tun wir uns eben noch das Dunkle und dann gebe ich auf, damit die Königin gespeichert wird. Beziehungsweise gerettet wird. Komm, 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 komm.
Komm, okay. Jetzt mäht hier auch irgendein Rasen neben mir, ey. Alter, es ist halb zwei. Normalerweise darf man ab 3 Uhr Rasen mähen und nicht ab halb zwei. Ah, Idioten, ey. Nur so nichts können. Oh, hier. Spenden für Marble. Und ja, sind wir auch schon fast am Ende dieser kleinen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, so alle 1-2 Monate wollte ich dieses Thema mal wieder so ein bisschen aufrütteln, damit das einfach mal noch im Gedächtnis bleibt. Und vielleicht, wir müssen mal gucken, vielleicht wird ja irgendwann mal Supercell darauf aufmerksam. Aber ich denke mal, wir sind nicht die Einzigen, die da täglich sich das wünschen, dass da mal was kommt. Deswegen, Leute, ja, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut. Tschüss.